Finde ich es ein wenig verstörend, dass ich ein Doppelbett mit Richard habe? Irgendwie schon, aber na gut. Hallo, hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge des Minecraft Noob Projekts. Heute begebe ich mich auf eine Höhlentour und sammle nicht nur Rohstoffe, sondern auch einige Erkenntnisse. Viel Spaß! Ja, gut, dann jetzt aber wirklich. Gute Nacht. Gut, gute Nacht. Gute Nacht. Los. Boah, lasst übers Lästern. Was fällt uns denn noch so ein? Wie kann man nur so dumm sein, andauernd zu sterben? Halt, Moment. Merkt ihr, dass ich jetzt muss herausfinden, wer so mies ist und lästert, ey. Da haben wir es wieder, die Conny. Hups. Tja. Meine Frage beim elektrischen Ofen, ne? Electric Furnace. Ja. Yeah. Da kann ich da keinen Bruchstein reinschmeißen. Da kannst du Bruchstein reinschmeißen. Und es heißt Cobblestone. Kann dieses deutsche Minecraft einfach nicht abhaben, ey. Also bei Bruchstein, das finde ich auch extrem gewöhnungsbedürftig. Aber ich versuche mich dran zu gewöhnen, weil mein Problem ist nämlich tatsächlich, ich habe jahrelang nur mit englischem Minecraft gespielt und sah auch keinen Grund, das zu ändern. Aber dann kam YouTube. Ist sogar noch auf dem Server. Und dann habe ich festgestellt, dass die ganzen deutschen YouTuber aus Prinzip fast immer die deutschen Begriffe verwenden. Naja, wenn ich was so überlege, das muss ich jetzt hier auch machen. Steht auf Englisch, spielt auf Englisch. Ja, spielen tun die allermeisten tatsächlich dann auf ja, klar, Englisch, wenn es halt die Modpacks und so auf Deutsch gar nicht so gibt. Ist und dann ist es ja auch verwirrend, wenn es dann halb gemischt ist. Praxi, so, wo bist denn du? Aber verwenden tun die eigentlich schon recht konsequent immer die deutschen Begriffe, deswegen, naja. Habe ich gedacht, ich sollte das auch mal lernen. Und nachdem ich von den meisten Sachen noch nicht mal weiß, wie sie auf Deutsch heißen, habe ich halt gedacht, da muss keine Kohle rein. Nee, ich glaube, ich versuche irgendwas mal reinzuwerfen, aber. So fuck das Ding nicht ab. Eine Bedbox ist gut. Gib mir mal Kobbel. Das Ding kriegt keine Energie. Warum das keine Energie? Toin, toin. Ja, eben hat es noch geklappt. Ach du Scheiße. Du siehst ja daran, dass es Energie kriegt, indem dieser rote Blitz hier aufleuchtet. Das ist quasi Energie. Hehe! Nicht ich wirklich auch besser gerade schon als Eisen eingeschmolzen, ne? Hä? Was? Wieso heißt dieser Erfolg nicht wirklich besser als Eisen? Es ist Eisen, oder? Ich bin gerade bei Schmiedekunst. Etwas. Deswegen mag ich Ding nicht so. Also, hast du noch ein paar von den Kabeln? Ja, dann würde ich gerne was ausprobieren. Darf ich die mal haben? Ja, die sind in der Truhe. Achso, okay. Köstlicher Fisch. Dann probiere ich nämlich mal was aus, und zwar indem ich jetzt einfach... Ich bin gut rum. Zack, und er hat Strom. Deine Bedbox will irgendwie... Ach, ich weiß auch warum. Weil die voll ist, oder was? Nein, 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 die Bedbox hat bloß... die Bedbox funktioniert so, sie hat einen Output und einen Input. Hier an der Seite ist der Input und das hier... Das kann ich dir mal zeigen. Okay. Weg mit dir. Ich habe jetzt mal eine Frage und ich befürchte, die Antwort will ich nicht hören eigentlich. Zack, funktioniert quasi. Wie? Der Punkt hier war der Output. Ah, weil das eben auch halt schon ohne das funktioniert hat. Ja, alles. Genau, weil ja eben dein Furnace, dein Generator mit dem Furnace verbunden war. Bloß da du jetzt den Speicher mit dran hast. Nee, nee, das war auch so. Achso, ja, dann so hast du. Schon mal einwandfrei funktioniert. Wie bekommt man denn hier in dem Modpack Redstone? Kann man den auch zufällig unterirdisch finden eigentlich? Oder ist das den findest du auch nur unterirdisch. Schon. Wo sollst du Redstone sonst finden, Conny? Na, bei Hexen als Drops oder so ein Schmarrn? Kriegst du auch, bloß das ist immer noch mit Vanilla Minecraft, Conny. Schon, vom Prinzip her schon. Weil das ist mir nämlich jetzt gerade eingefallen. Ja, ja, aber... Jedes Modpack ist auf Vanilla aufgebaut. Ja, aber es hätte ja sein können, dass die sagen, Redstone ist hier für manche bestimmten wichtigen Sachen wichtig und wir lassen uns dumm einfallen, dass das doch cool wäre, wenn es viel schwieriger wäre, die zu kriegen oder so. Nein, ist es nicht. An Redstone sich. Wächst hier nicht auf Bäumen. Nicht. Ja. Tut mir leid. Na gut. Dann muss ich wohl mal irgendwie doch nochmal meinen gehen, weil mir jetzt gerade aufgefallen ist, dass ich ja auch gar keinen Redstone habe. Ich nulpe. Weil das war nämlich der Grund, warum ich vorher meinen gegangen bin. Wie ich habe keinen Redstone gefunden. Du? Einen. Ich kann dir, glaube ich, mittlerweile einen ganzen Stack geben. Wow. Ja, ich weiß bloß gar nicht. Vielleicht tut mir das ja gut, wenn ich das noch selber hole. Oder?
Das hast du auch in Hexen gesagt. Und dann bin ich überhaupt nicht fertig geworden? Ja, du hast recht. Aber vielleicht ist es ja trotzdem so. Hm. Tja. Oh, Moment. Das war ganz andersrum. Ich muss mir jetzt mal ein bisschen Musik anmachen, ey. Sonst packe ich hier auch heute gar nichts mehr. Okay. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Nachdem meine Eltern mich jetzt quasi mit dieser grausigen Musik gefoltert haben. Was? Du wurdest ein Stern, der deinen Namen Musik trägt. Oh. Ja. Okay. Und jetzt willst du uns sowas zumuten? Nein. Achso, nee, ich höre bloß über. Ich habe ein Headset, ich höre bloß meine. Okay, gut. Bin ich ja sehr beruhigt. Hm. Ich mir doch noch mal eine Pickaxe und dann suche ich mir doch vielleicht noch. Nein, jetzt habe ich nicht mehr genug Holz für noch eine Kiste. Könnten wir dann vielleicht doch noch mal eine Runde pennen gehen? Vielleicht so, wenn du mich kurz etwas machen lässt, dann können wir das. Das ist gut. Ja. Yeah. Finde ich es ein wenig verstörend, dass ich ein Doppelbett mit Richard habe? Irgendwie schon, aber na gut. Guten Morgen. Ich dachte, Fangwolf ist auf. Stimmt, jetzt wo ihr es sagt. Ist das sogar Tag? Was ist denn los? Ja, ja, wir wundern uns nur gerade, warum Fangwolf gerade geschlafen hat, weil wir dachten eigentlich, der wäre gegangen. Also aus dem TS ist er raus. Ja. Er hat mir erklärt, dass er mit der Arbeit halt so viel zu tun hatte und er ein bisschen Ruhe haben will und so. Ah, so. Ja. Wir schmarren hier zu viel rum. Das genau. Ist ja verständlich. Okay, wer hat mir jetzt... Ich finde das uncool. Mir fehlen zwei XP-Büsche. Ich war es aber nicht, gell? Nur falls du denkst, weil ich da war oder so. Mm-mm. Nein, das denke ich jetzt nicht. Ich finde es bloß totaler Sau, wenn mir jetzt langsam immer wieder auffällt, was mir alles geklaut wurde. Ach so, also als ich bei dir war, habe ich einen XP-Busch gesehen, oberirdisch. Ja, bloß es waren drei. Okay. Aha. Ja, ich brauche eh keinen, ich mache eh damit nichts. Hat ja was dazu getan. Ach so, das ist. Es ist. Verstehe. Ein bisschen. Kurze Frage zu den Stromleitungen. Die darf ich beliebig ziehen und soweit ich mag, auch in so einem Quatsch, ne? Ja. Okay. Kann aber, ich glaube, in Industrialcraft, da ist ein bisschen Stromverlust mit dabei bei den Kabeln, wenn du es weiterziehst. Ja. Ist das Spiel auch so schlau, dass wenn ich eine Parallelverzweigung mache, das wieder ausgeglichen wird? Ich weiß es nicht. Befolgt es die ohmischen Gesetze. Also ich habe langsam den Eindruck, wir haben ganz viele Rocky Princesses. Vielleicht wäre es doch voll okay gewesen, wenn ich dem Fangwolf eine geschenkt hätte. Oh. Brauchen sie eine, die macht keine Bienen. Ja, also sicher nicht hauptberuflich und... Ach, also was ich jetzt mache, nachdem die eine Kiste abgebaut wurde, ist, glaube ich, einfach, ich nehme mir hier knallhart eine Kiste. So was Dreistes. Ja, ganz schlimm bin ich da in der Hinsicht. Ich nehme mir einfach Kisten. Mal den ganzen Sand rein. Jetzt eine richtige Folter, ich höre jetzt Herbert Grönemeyer. Oha, du bist ja hart. Ja, ja. Du gibst sie jetzt aber richtig. Ja.
Mag aber den schon. Ist schon ganz witzig. Ja. Nein, den Lava-Eimer trage ich jetzt mal nimmer länger mit mir rum. Da nehme ich mir lieber einen Wassereimer, wenn ich jetzt nochmal unterirdisch unterwegs sein möchte. Wie war denn das? Wir hatten doch da so Lava-Trommeln und all so Zeugs. Nee, wo ist denn das alles hier? Aha. Die Drum ist an der Schmelze. Weiß ich. Ja, da gucke ich dann mal. Vielleicht habe ich ja Glück und finde sie. Ja, da stimmt. Du hast recht. Das ist ja cool. Wow, die ist sogar direkt angeschlossen. Hat sich umso mehr gelohnt, dass ich hier war. Ich habe mir keine Drum gemacht, sondern ich habe mir die hübschen Dings gemacht. Die, wo du jetzt unten bei meiner Mobfarm gesehen hast. Okay. Finde ich hübscher. Habe ich leider nicht so drauf geachtet, sonst könnte ich das jetzt bestimmt bestätigen oder verneinen, wie ich es finde, aber ich weiß es einfach nicht. Hab nicht aufgepasst, das habe ich jetzt davon. Dauere, jetzt bin ich beleidigt. Ja. Verstehe ich voll und ganz. Wäre ich wahrscheinlich auch. Ey, was ich alles kriege durch die blöden Hexen und durch die Spinnen, ey, richtig. Fengalf braucht Seeds. er möchte Samen. Frisch abgezapft. Tja. Konnte ich jetzt aber nicht verkneifen, ey. Tja. Ui. Der Richard hat hier. Ja, ich kann halt zurzeit richtig aufs. Ich muss noch richtig auf den Latz hauen, weil in 2 Wochen kommt meine Freundin zurück. So, psst, bloß wieder. Ich verstehe. Gemotze, weil ich nicht richtig spiele, meinst du immer. Oh, echt? Wieso? Was machst du falsch? Ich habe so eine kleine Zockerboard gefunden, das ist traumhaft. Echt? Cool. Ja, ich bin... Kommt die dann auch mit auf den Server? Das wird ja voll witzig. Nee, die ist kein, sie spielt mit mir Assassin's Creed und Brothers und lauter solche Sachen. Ach so, okay. Ja gut. Oder? Ich glaube, ich habe die Konversation nicht ausreichend verfolgt. Der Walter hat heute gestern Geburtstag gehabt, ne? Oh, cool. Wie komme ich denn jetzt hier runter, sag mal? Man muss am besten noch ein Schild in der Kuchen aufstellen. Stimmt eigentlich. Oh, nee. Da ist voll die riesige, unbeleuchtete Schlucht. Ist hier Gebietsgrenze oder so oberhalb? Warte mal kurz. Baumi, du brauchst doch einen Bogen, ne? Was ist der? Ich hab einen Basteln, ja. Kann ich dir einen mit Flame 1 und Unbreaking 3 andrehen? Der noch nicht einmal so gut ist. Meinetwegen, wenn du ihn loshaben willst. Ich brauch ein bisschen Platz, was hättest du noch gern? Dann denke ich jetzt noch. Könnte die vielleicht gefährlich sein. Soundcraften. Aber ich habe einen Wooden Cleaver. Ich habe gehört, das ist fast so gut, wie wenn ich irgendwie was Cooles hätte. Ich bringe ihn jetzt dann, okay? Kein Ding. Fuck. Chicken, soll ich dir mal sagen, wie viel Eisen ich gerade habe? Hey. Ja, sag mal. 200. Was? Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben, während ich vergiftet war, was Vernünftiges gemacht und mich eingebaut. Igitt, ich habe eine Hexenhand gekriegt. Du weißt noch, ob man ein Item drehen kann? Ging doch auch irgendwo, oder? Ist Olli Wien irgendwie cool? Olli Wien? Ja. Was ist das? Achso. Abbaulevel Redstone. Das hat sich eh erledigt, weil ich habe noch keine... Wie heißt Moment, das? Ich habe eine Eisenpickaxe. Die müsste doch Redstone auch abbauen können. Ja. Olli Wien. Nein, das sind Oliven? Nee. Project Red. Olli Wien heißt das. Kommst du hoch in dein Haus? Weil ich habe keinen Bock, da jetzt runterzulatschen, weil ich wieder so ewig hoch. Ich bin zu oben gerade.
Ich glaube, ich habe Redstone gesehen. Nein, es war nur Lava. Schade. Oh, frick. Das also bei Industrial Craft musst du mal wieder auf den Output quasi achten, ne? So, erstmal kriegst du jetzt hier den Bogen und ein paar schicke Schuhe dazu. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Danke. Bitte nicht in die Lava. Lederstiefel. Conny ist wieder gekickt worden. Ja, das habe ich schon gedacht. Ob das Ganze mit einem Lavabad geendet hat, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Lasst mir doch einfach eine Bewertung da. Dann bis bald. Ciao.